Leute, weiter geht's hier mit Russian Fishing 4. Heute vom Moskitosee und hier zeige ich dir die 5 besten Spots. Also, legen wir los. Wir sind hier am Moskitosee und jedes Gewässer hat eine Handvoll Fische, die einfach am besten funktionieren, die am besten laufen und die vielleicht sogar auch am leichtesten laufen. Hier am Moskitosee gibt es verschiedene Stellen, wo man ja mitunter sehr leicht eben auch Fische fangen kann und zu den verschiedensten Uhrzeiten die verschiedenen Fische halt locker beangeln kann, damit man ratzfatz seine Kescher voll bekommt. Und welche das nun sind, zeige ich dir jetzt. Und wo wir schon direkt hier vorne stehen, bleiben wir natürlich auch direkt hier vorne stehen. Der erste Spot direkt hier vorne am Anleger. Das heißt, hier muss man gar nicht weit laufen. Wir haben es gerade noch die frühen Morgenstunden. Und hier kann man direkt am Anfang mit seiner Stippe ganz gut auf Schläfergrunde vielleicht gehen oder auf Rotaugen. Wir schmeißen die Stippe einfach mal raus. Ich habe mir hier nochmal extra die kleinen Ruten geholt, um das auch zu zeigen, wie das mit den Anfängerruten funktioniert. Wenn man jetzt hier zum Beispiel die Stippe hat, bauen wir die mal eben zusammen. Ganz wichtig, immer darauf achten, die Stippe hat eine Tragfähigkeit von 4 Kilo. Also bauen wir das mal eben zusammen. 3,1. Machen wir hier eine kleine Pose dran. Kein Vorfach. Wir haben eine Monoschnur, da muss man das nicht haben. Ich habe mir hier einen etwas besseren Haken geholt. Und schmeiß hier mal, also einen 20er. Das sind 3 Haken, die ich auch wirklich so für den Anfang empfehle. Einmal einen 20er Haken, einen 10er Haken und einen 4er Haken. Also 3 verschiedene Größen. Und nehmen wir mal hier jetzt einen 20er Haken und verwenden hier einen Mistwurm zum Beispiel. Oder, ich glaube, man hat am Anfang hat man einen Regenwurm. Den hat man automatisch in der Tasche. Gehen wir mal runter hier auf ungefähr einen Meter. Und werfen ganz locker aus. Naja, vielleicht ein bisschen weiter. So. Und da sinkt der Wurm ab. Und man sieht schon, es zuppelt sofort los. Es zuppelt sofort los und da ist auch schon der erste Fisch dran. Kleines Rotauge. Bei den Stippen nicht so weit rauswerfen. Ungefähr so 50%, 45%, damit man immer noch ein bisschen schnurfrei hat, damit man sich so ein bisschen bewegen kann. Und damit der Fisch auch ein bisschen wegziehen kann. Und wenn ihr dann hier in dem Bereich seid, also das ist direkt hier am Anfang, wo der Steg ist. Man sieht auch direkt, hier ist 1,50 Meter Tiefe. Auch hier dann natürlich verschiedene Positionen so ein bisschen austesten. Gerade auch beim Posenangeln verschiedene Höhen. 1,50 Meter, das heißt auch mal ruhig bis 1,50 Meter runter oder 1,45 Meter. Gucken, ob da Grundberührung steht mit dem Köder. Dann fängt man auch schon wieder ganz andere Fische. Bisschen weiter nach links, bisschen weiter nach rechts. Schön hier mit dem Regenwurm. Oder was man da natürlich am Anfang auch sehr gut machen kann, gerade an den ersten Gewässern. Einfach, da geht's schon wieder los. Da zuppelt ein bisschen was. Abwarten. Erst wenn halt wirklich, das ist jetzt ein Hebebiss. Ah, da ist er aber abgegangen. Kann eben auch passieren, wenn die Pose so tief schon im Wasser liegt. Jetzt stellt sie sich auf. Und wenn die Pose dann richtig nach oben geht, oh, dann geht der Fisch mit dem Köder mit nach oben. Kaulbarsch, einer der wichtigen Zielfische hier. Das heißt, hier ist richtig gut, also nachts beziehungsweise also in den Abendstunden bis
die ganze Nacht durch und dann bis in den Morgen hinein, vielleicht so bis 10 Uhr ungefähr, kann man hier sehr gut eben auf Kaulbarsch und Schläfergrundel am Anfang gehen. Das sind, ich sag mal, bei der Schläfergrundel so wahnsinnig viel Silber bringt die nicht. Aber ein vernünftiger Kaulbarsch kann silbertechnisch schon richtig gut reinhauen. Das lohnt sich schon. Beides Fische, die eher weiter auf dem Grund rumschwimmen. Von daher ruhig die Montage ein bisschen tiefer wählen. Da geht's wieder los hier. Und da lohnt es sich dann eben auch in der Nacht ein bisschen, also eher halt die fleischigen Köder zu nehmen. Made, Regenwurm, Mistwurm. Ach, guck mal hier. Eine kleine Garausche. Ist natürlich jetzt auch auf einem kleinen 20er Haken, deswegen werden die Fische entsprechend deutlich kleiner. Also, erster Spot, fleischige Köder. Und zwar egal, ob jetzt hier mit der Stippe oder, tauschen wir das mal eben, die sensationelle Anfängerrute, Sorento FD100 mit der geilen Spark 3000. Angelschnur drauf, hier kann man, was sagt die Tragfähigkeit, 4,6. Hier übertreiben wir es ruhig ein bisschen. Nehmen wir mal 4,8. Da müssen wir dann irgendwie mit der... Eine Bimmel machen wir dran. Da müssen wir dann mit der Bremse spielen. Wenn die Tragfähigkeit über der Tragfähigkeit... Also die Tragfähigkeit der Schnur über der Tragfähigkeit der Rute liegt, bricht im Extremfall die Rute. Und dann machen wir hier mal einen fetten... Viererhaken drauf. So. Und Brot. Wo ist er? Da ist er. Weißbrot. Weißbrotköder. Wenn man in der Köderbeschaffung hier am Anfang sieht, Brotmasse zum Beispiel. Das kann man herstellen hier direkt als erstes. Brot. Man wählt sich hier so ein Baguette aus und zerkrümelt das zu kleinen Brotkrümeln und Kugeln. Jawohl. Und dann kann man damit natürlich auch loslegen. So, wir suchen den nächsten Spot auf. Und da sind wir, am nächsten Spot. Also, wir drehen uns einmal hier grob im Kreis. Im Uhrzeigersinn geht es einfach weiter. Von hier ungefähr 3 Uhr auf 5 Uhr. Okay, ist ein bisschen krumm die Uhr. Also, wir gehen hier einfach weiter runter auf F7. Und hier an der Stelle hat man schon viele Möglichkeiten. Also das ist erstmal rein optisch, finde ich, eine sehr schöne Stelle. Und man hat Möglichkeiten, hier an der gesamten Schilfkante mit einem Spinner lang zu ziehen, wenn man Lust hat auf Spinfishing. Man kann durchaus hier auch mal auf Karpfen gehen. Man kann auch hier entlang. Auch hier mit dem Spinner. Hier ist so ein kleines Fass drin. Genau, also hier mit dem Spinner entlang. Also viele Möglichkeiten hier an dem Platz zu stehen und rumzuprobieren. Aufpassen, dieser Baum hier ist ein bisschen gehässig. Hier verhaken sich gerne Spinner oder auch die normalen Köder. Wenn man hier irgendwie zu nah an das Holz kommt, verhakt man hier sehr schnell. Und auch tatsächlich manchmal so, dass man es nicht mehr lösen kann. Also, eine Möglichkeit hier natürlich dann auch mit dem Brotteig einfach mal reinwerfen. Wenn ihr später am nächsten Gewässer seid, da gibt es am Windenbach, heißt er ja jetzt, genau. Am Windenbach gibt es hier hinten hinter den Häusern so einen Bauernhof, da kann man auch Kartoffeln kaufen. Mit Kartoffeln kann man hier verdammt große Fische rausziehen. Da müsst ihr aber echt vorsichtig sein, gerade mit so einem Anfängerset. Aber das geht ganz gut. Dann hier natürlich auch nochmal probieren mit einem Regenwurm. Gucken, wie passt das hier von der Tiefe. Beziehungsweise auf die Map schauen. Auch hier haben wir ungefähr 1,50 Meter tief. Ich bin auf 1 Meter eingestellt hier. Das heißt, das funktioniert. Und zack, da geht es auch schon direkt los. Auch hier ein klassischer Spot für die Schläfergrundel. Zu wissen, wo welche Fische gerne zu fangen sind, ist ganz praktisch, wenn man mal so Wettbewerbe macht. Das heißt, zum Beispiel
gibt es den Wettbewerb Angeln auf alle Fischarten im Gewässer. Wer als erstes sämtliche Fischarten zusammen hat, die es im Gewässer gibt, ist für den Anfang immer schwierig, so ein Wettbewerb, weil die verschiedenen Fischarten eben auch verschiedene Köder bevorzugen. Und die hat man anfangs halt noch nicht, die ganzen Köder. Aber es macht immer Spaß und man kann viel ausprobieren, welcher Fisch eben auch auf welchen Köder beißt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, welcher Fisch auf welchen Köder beißt, einfach immer in die Rekorde gehen, in die Rangliste. Hier seid ihr jetzt hier direkt auf dem Moskitosee und dann seht ihr auch, welcher oder was sind so die besten Ergebnisse. Man kann das dann nochmal nach Deutschland sortieren. Dann seht ihr, es sind nochmal ein bisschen andere Köder. Aber ihr seht hier der Kaulbarsch, alles auf Würmer. Und dann hier bei der Schläfergrundel auch, alles Würmer. Das heißt, das funktioniert ganz gut. Schuppenkarpfen und Co., das sind halt die richtig dicken Brocken. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn hier was über 10 Kilo an eure 4 Kilo Schnur rangeht, dann ist da richtig Party angesagt. Schleien können hier dran gehen, auf dem Regenwurm, das macht dann auch richtig Bock, die kämpfen richtig stark. Und bei den Karauschen und Giebeln, die probieren wir gleich eher nochmal auf Brot, beziehungsweise da testen wir einfach nochmal ein bisschen rum. Es gibt immer wieder Phasen bei den Karauschen und Giebeln, dass die in Trophy-Größe auch gefangen werden. Zack, da ist schon wieder was dran. Und wieder die nächste Schläfergrundel. 10 Uhr. Oh, da bimmelt's. Beziehungsweise gleich 11 Uhr haben wir schon. Bisschen abziehen lassen, bisschen warten. Nicht sofort rangehen. Aber ich glaube, bei der Art und Weise, wie es bimmelt, Taste R drücken, dann merkt man, ah, da ist eine kleine Fehlermeldung. Da ist also ein Fisch dran. Jetzt ist er abgegangen. Ausgeschlitzt. Ha! Der Mistfink. Hatte ein bisschen Gewicht, war gar nicht so schlecht. Ach, ist das schön, ey, mit den kleinen Anfängerruten hier. Da hat nochmal ein ganz anderes Feeling, ey. So, ablegen, Schnur ein bisschen spannen mit der Taste Y. Und, oh, und die Pose ist schon wieder runtergegangen. Ihr könnt natürlich auch noch eine dritte Rute rauswerfen. Und da geht's weiter. Immer hier ein bisschen warten. Also dieses Set absolut empfehlenswert für den Anfang. Kostet keine 60 Silber. Und man hat eben hier das Schöne mit der Bimmel. Man kann einfach abwarten, bis da was dran geht. Und man kann einfach auch drei Routen nebeneinander hinstellen. Lübt. Gucken wir nochmal, was hier dran geht auf dem Brotteig. Kann sich gerade nicht so richtig entscheiden, der Fisch. Da geht er ab. Da geht er ab. Nochmal R, jawohl. Jetzt machen wir mal rechte. Oh doch, der geht sogar schon ein bisschen in die Bremse. Die Bremse klackert, das heißt, die können wir ein bisschen hochstellen. Noch ein bisschen, nicht zu weit. So, das sieht auch gut aus hier. Jawohl. Zack, maßiger Fisch. Kleine Karausche, immerhin schon maßig. Aber auf die Karauschen gehen wir gleich an den nächsten Spot. Und da sind wir schon. Das ist der nächste Spot. Ein aktuell auch recht gut laufender oder sehr gut laufender Spot für Giebel und Karauschen in Trophy-Größe. Wahrscheinlich ebbt es auch so langsam schon wieder ab. Also wenn ihr das Video ein paar Monate vielleicht sogar später seht, es kann durchaus sein, dass das nicht mehr rennt. Dass das nicht mehr raketenmäßig eine dicke Trophy nach der anderen. Also die ganz fetten Fische können auch mal wieder ein bisschen weitergezogen sein oder es hat einfach wieder aufgehört. Aber es ist so, dass dieser Spot trotz allem funktioniert. Gerne dann natürlich auch hier wieder, nehmen wir einfach mal wieder den Brotteig. Mal so 50% auswerfen, gar nicht so ganz weit. Und dann legen wir das hier vorne schön neben das Grünzeug hier. Den Brotteig. So, ein bisschen rankurbeln. Abstellen. Schnur straffen. So. Und den haben wir ausgelegt. Und es bimmelt auch direkt los.
Gucken wir nochmal eben von der Tiefe. Hier ist es ungefähr 1 Meter tief. Bei der Pose, die ist 1 Meter auf 1 Meter eingestellt. Passt das hier? Ne, hier steht schon Grundberührung jetzt hier. Das heißt, da müssen wir ein bisschen flacher einstellen. Machen wir mal auf 50 nur. Wir sind ja hier schon ziemlich nah am Rand. Werfen wir mal aus. Zack. Abstellen. Und hier ist, glaube ich, da ist was Dickes dran. Da ist was dran, was in die Bremse geht. Ich drehe mal ein bisschen lauter. Also ihr hört das Knacken von der Bremse, wenn man einkurbelt. Das heißt jetzt hier bei dem Fisch, der zieht. Wenn er wegzieht, gar nicht kurbeln. Macht nur die Montage oder dein Setup kaputt. Noch zieht er. Schön entspannt abwarten. Bisschen hier auf Spannung halten. Und dann könnt ihr schön die Bremse langsam hochdrehen. Und ihr seht ja, je höher ihr die Bremse dreht, desto weiter geht natürlich der Balken hier. Wird er immer größer. Und ruhig mal Shift zwischendurch drücken. Dann seht ihr, das ist so momentan richtig die Spannung da drauf. Und weiter auch nicht hochdrehen erstmal. Das reicht ja jetzt gerade bei dem Fisch. Aber das sieht doch schon mal nach einer fetten Karausche aus hier. Geil, ey. Schöner Fisch. Guck mal da, ey. Kommst du hier ran? Ich glaube, das Blei ist richtig schwer, ey. 60 Gramm Blei. Jawohl. 1 Kilo, 1,1 Kilo Karausche. Schönes Ding, ey. Richtig schöner Brocken. Die Dinger, die bringen natürlich auch gut Kohle. Im Café oder wenn man die einfach so verkauft, das lohnt sich. So, das einfach jetzt hier gerade mit dem Brotteig. Schnur wieder spannen. Und jetzt mal gucken, was hier in der Zwischenzeit auf der Pose dran ist. Auch hier fleischiger Köder. Eine fette Schläfergrundel. Die fetten Grundeln. Immerhin schön maßig. Kann man mitnehmen. Aber auch hier könnt ihr natürlich den Köder mal wechseln. Allerdings würde ich dann hier auch vom 20er Haken weggehen. Dann geht ihr hier vielleicht an der Stippe auf einen 10er Haken. Nicht ganz so groß. Dann auch hier wieder den günstigen Brotteig für den Anfang. Raus damit. Und dann erstmal ein bisschen, genau, schön absinken lassen und liegen lassen. Beziehungsweise hier ruhig die Rute in der Hand behalten, damit ihr da schneller dran seid. Und da geht's auch direkt los. Abwarten, Zeit geben. Noch hat er sich nicht entschieden. Da ist er weiter runtergegangen. Schön die Karausche. Zack. Und der Anhieb hat gepasst. Aber da seht ihr auch sofort Rute. Die Rute mit der Rolle. Wo man den Fisch drillen kann. Da ist jetzt der ganz große Haken drauf. Da ist jetzt der 4er Haken drauf. Wirklich groß. Und hier ist jetzt nur ein 10er Haken drauf. Deutlich kleiner. Aber es ist eben auch entspannter und weniger gefährlich hier für die Stipprute. Ihr habt hier halt weniger die Chance, den Fisch richtig zu drillen. Oder es ist halt deutlich schwieriger. Schön zuppeln lassen. Und ganz wichtig auch hier an den ersten Gewässern, nicht mad sein damit oder nicht traurig sein damit, dass die Fische mal klein sind. Auch die kleinen Fische kann man im Café ganz gut abgeben. Macht einfach den Kescher unten, haut euch da die 100 Fische rein. Macht den schön voll und dann versucht, so viel wie es geht, im Café auch abzugeben, weil die Preise da viel besser sind. Guck mal, der wollte gar nicht hier, ey. Der kann sich einfach noch nicht richtig entscheiden. Jetzt. Zack. Oh, na siehste. Passt doch. So, auf geht's zum nächsten Spot. Und der nächste Spot, man sieht es fast, heißt, oder die Area heißt, die Seerosen. Ja, und hier an den Seerosen, das ist gar nicht so weit weg von dem vorherigen. Wir waren gerade hier, sind einfach nur so eine kleine Kurve weitergegangen. Auch hier geht das ganz gut am Anfang.
nehmen wir hier einfach mal wieder den Brotteig, der einmal ausgeworfen. Dann hier den Brotteig. Zack. Oh, der war schon fast zu weit. Ey. Auch hier wieder neben das Gras oder hinter die Seerosen. Zack. Auf der Sorrento. Wieder ein bisschen stramm ziehen. Dann kann man hier die Route schon wieder in der Hand nehmen. Wenn ihr bei den Stipprouten zu weit ausgeworfen habt und ihr stellt die ab und die Schnur, wenn die dann stramm ist und ihr seht, oh mein Gott, da ist ein Fisch, der zuppelt da dran. Ihr hebt das hoch, dann zack, wackelt sofort die Route. Oder dann wackelt der Köder, zack, der Fisch ist weg. Das heißt, wie gesagt, beim Stippen entweder in der Hand behalten oder einfach die Schnur schön locker lassen, nicht zu weit rauswerfen. Und ihr seht, jetzt geht es langsam wieder los. Ruhig mit Z ein bisschen ranzoomen. Und dann gleich, wenn er richtig abzieht, wenn er richtig runter geht, in einer langen Bewegung, dann mit der linken Maustaste den Anschlag setzen. Von den Fischen her ist es, wie gesagt, hier an allen Stellen recht ähnlich. Wir hatten jetzt direkt gegenüberliegend, war ja der Spot, zack, da ist er ein bisschen länger weggegangen. Den Spot mit den Schläfergrundeln. Also hier war es auch recht fleischig von den Ködern, hat gut funktioniert. Auch hier eher fleischig. Dann geht es hier eher ins, hier sind die vegetarischen Köder, Brotteig. Ihr könnt auch andere Teige durchaus verwenden, wenn ihr dann irgendwann weiter geskillt habt, hier andere Teige ruhig testen. Oder auch natürlich andere Fleischköder ruhig testen. Maden, Kaster verwenden, die Zuckmücken und all das ist möglich. Immer ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Gucken wir mal. Ne. Der will gerade nicht. Wir gehen direkt zum nächsten Spot. Und probieren hier auf die nächsten Fische. Wenn ihr hier steht mit der Spinnrute, aufpassen, die Seerosen hier, da kann man sich auch gut ein bisschen verheddern. Spinning allgemein an diesem Gewässer nicht ganz so ergiebig, da dann doch vielleicht lieber an dem Windenbach angeln. Hier natürlich diese geraden Strecken, die kann man immer noch ganz gut versuchen. Aber ideal ist es hier halt nicht. Gehen wir mal zur nächsten Stelle. Und die nächste Stelle ist hier, beziehungsweise ist es vielleicht ein etwas größerer Abschnitt. Das heißt, man kann von hier bis hier, ja, ich sag mal, an verschiedensten Stellen angeln. In dem Bereich könnt ihr versuchen, mal auf Frosch zu angeln. Also fürs Froschangeln auch da die Stippe nehmen. Dann schnappt ihr euch euren kleinen 20er Haken und könnt versuchen, mit der Zuckmückenlarve, vielleicht mit der Made oder Mistwurm. Im Idealfall könnt ihr euch später die Fliege holen und dann hier mit der Fliege auf den Frosch gehen. Das ist eigentlich die beste Kombination. Dafür dann zip, genau, ganz kurz einstellen, ganz oberflächennah und dann hier relativ nah einfach hier im Geschlonze oder in den Seerosen auf Frösche gehen. Gerne mit Stippen. Ihr könnt das auch mit kleinen Bollo-Routen, Bolognese-Routen ausprobieren. Funktioniert auch ganz gut. 3 Stück einfach reinwerfen. Ich werfe noch ein bisschen weiter da vorne, wo das Gras ist. Kommen wir da hin? Kommen wir hin. So, jetzt stehen wir da genau in dem Geschlonze drin. Stand da gerade Grundberührung? Ich ziehe mal ein bisschen rüber. So. Nee, ne? Bei 17 cm? Nee. So.
Oder mal hier neben die. Genau, das geht auch. Neben die Seerosen. Und dann heißt es natürlich auch hier immer warten. Ich habe schon lange nicht mehr auf Frösche geangelt. Es gab mal eine Zeit lang sowas wie Raketenfrösche, die dann ab einem, zack, ab einem gewissen Gewicht richtig abgegangen sind. Und da bommelt er schon rum. Der Fyrosch. Hui. 50 Gramm. Da ist er. So geil, ey. Froschangeln, Alter. Sensationell, sensationell. Auch die, wie gesagt, bringen ganz gut Kohle. Später kann man die auch verwursten zu Ködern. Und ja, ansonsten hier ganz klassische Position, auch für den Anfang. Wenn man hier loslegt, ne, hier an der Stippe dann eher den Zehnerhaken, Weißbrotköder und legt die Kombination hier. Das ist immer noch recht flach eingestellt, einfach hier an das Holz. Hier ist ja so ein kleiner Zweig im Wasser. So. Und dann nehmen wir noch die Grundrute, die Fiederrute. Auch nicht so weit rauswerfen. Zack, auch hier der Brotköder. Das geht auch ganz gut. Also das sind hier auch so ganz klassische Spots, die immer wieder, und das jetzt auch gesehen auf eine Sicht von, na, ich sag mal, von mehreren Jahren. Es ist wirklich so, dass diese Spots quasi Tradition haben. Wenn der eine mal nicht so richtig gut geht, einfach mal eine Ecke weitergehen zum nächsten und dann wieder zum nächsten. Also die Fische wandern so an den verschiedenen Spots. Und wenn es halt an der einen Stelle mal nicht so richtig gut geht, geht man halt weiter zum nächsten. Aber es sind eigentlich immer so Stellen, die man gezielt angehen kann. Und es ist äußerst selten, also dass man dann irgendwie hier oder so, dass man dann irgendwie hier steht oder hier. Also nicht, dass man hier nichts fängt. Also, ich glaube, ich stand hier noch nie. Man geht da irgendwie, das sind halt so Hotspots irgendwie, ein wenig. Beziehungsweise einfach Spots, die immer wieder funktionieren. Und warum soll man dann halt woanders hingehen? Beziehungsweise es gibt eben auch Stellen, wo es halt nicht so gut funktioniert. Ne? 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 Zack. Ah. Und wollte er doch nicht. Boah, wir haben schon 18 Uhr. Es gibt ja auch noch mehr Fische. Also wir hatten jetzt die Schläfergrundel, wir hatten den Kaulbarsch. Einen Giebel hatten wir noch nicht. Ist aber Giebel und Karausche. Die wechseln sich halt so ein bisschen mit den Ködern ab. Tauwurm ist halt momentan einer der Top-Köder für Giebel und Karausche gleichzeitig. Auch an anderen Gewässern übrigens. Ansonsten auch mit den Brotködern oder den Teigködern einfach probieren. Kaulbarsch, Schläfergrundel, Giebel, Karausche, Karpfen äußerst selten, Schleie äußerst selten. Aber hier auch mal ruhig mit einem großen Haken und dem fetten Regenwurm probieren. Und wenn ihr dann hier seid, die Map aufmacht, könnt ihr auch mal versuchen, hier maximal auszuwerfen. Soweit es geht. Hier ist jetzt ein 60 Gramm Blei dran. So, abstellen. Stramm ziehen. Einfach auch mal in diese tiefen Löcher reinzuwerfen. Schön weit raus. Und gerade in den Abendstunden oder in der Nacht, da können auch mal gerne die Brassen dran gehen. Was haben wir hier? Knoblauchteig zum Beispiel. Oder Erbsenbrei. Erbsenbrei. Boah, die gelb. Das ist doch ewig alt. 2017. Krass. Erbsenbrei. Gucken wir mal auf die deutschen Rekorde. Knoblauchteig und Erbsenbrei. Regenwurm. Überleg mal, Alter. 5 Kilo Brasse hier auf Regenwurm. Richtig geil. Döbel. Kann auch gehen auf Teig, Quarkteig. Güster. Güster mit Mistwurm geht ganz gut. Also wenn ihr Mistwürmer hier reinballert, können auch schon mal die Güster gut rangehen. Und das war's so von den Friedfischen. Aaland, ja Mann.
Auch einer meiner liebsten Fische, der Aaland. Aber da dann auch einfach hier in die, versuchen in die tiefen Löcher reinzukommen. Beziehungsweise von hier aus das ganze Geraffel auch nochmal reinkurbeln. Und ich glaube, Aaland ging auch in diese Richtung hier ganz gut, genau. Werfen wir nochmal raus hier. Also die Köderproduktion, Köderbeschaffung, das zu skillen, lohnt sich absolut. Kochkunst, gerade für die ersten Level, überflüssig. An den ersten Gewässern kann man gratis essen. Angelfutterzubereitung, wie gesagt, das sind die beiden wichtigen passiven Skills, die halt nichts mit dem Angeln an sich direkt zu tun haben. Und wenn man da dann, wie gesagt, auch die Teige alle schon kann, dann ist man da schon ganz weit. Gucken wir mal eben. Habe ich hier noch einen Erbsenbrei. Schön volles Mett rausgeballert. 60 Gramm. Auf die Sorrento hier. Das mag ich nicht, wenn er so runter ist. Da drücke ich einmal kurz K. Zack. Dann einmal wieder Y. Zack, da ist der Bügel wieder zu. Und man sieht das hier. Bügel auf mit K. Und Y. Zack, wieder zu. Kurz, kleine Umdrehung. Dann ist da wieder die Spannung drauf. So. Das sind die Spots. Ich lasse die Rute jetzt hier noch schön gerade den Abend durch im Wasser. Ja. Gucken wir mal in Richtung der Schnur. In Richtung der Schnur. Und ich bin genau hier drin. Das passt. Schön weit runter geht die auch. Vielleicht geht da sogar schon was dran. Die lockert sich gerade. Gucken wir uns das an. Ja, aber das waren die 5 wichtigsten Spots jetzt hier. Am Anfang direkt am Steg. Also hier geht es halt sehr gut, wie gesagt, mit Fleischigen, mit den Stippen. Den ganzen Bereich hier einfach abfischen. Diesen Halbkreis läuft super. Dann geht es hier weiter runter in diesem Bereich, so eine etwas karpfige Ecke. Man kann später auch mal hier versuchen. Auch hier ist so ein kleiner Steg. Also das ist wirklich eine karpfige Area. Ruhig mal mit Kartoffeln rangehen. Bissfrequenz ist deutlich geringer. Aber wenn, dann knallt es auch ganz gut rein. Bisschen vorsichtig sein mit den Anfängerrouten. Auch hier auf Hecht ruhig probieren. Hecht angeln immer gerne dann natürlich mit dem Stahlvorfach. Auch der Bereich, das funktioniert für Hechte. Dann haben wir hier gerade die Karauschen. Auch hier dann wieder Giebel und Karauschen. Also diese Area schön mit Giebel und Karauschen. Zieht sich auch hier rüber. Und dann aber auch hier Frösche, beziehungsweise gucken wir mal, was jetzt hier gerade dran geht. In den Löchern. Ich hoffe, das bleibt auch alles so dran. Ich habe ja jetzt hier den Viererhaken. Geht immer noch so ein bisschen in die Bremse. Das heißt, ich kann immer noch ein bisschen hochstellen. Versucht die Bremse nie. Also ihr hört es ja, wenn es knackert, könnt ihr immer noch einen höher stellen. Und es ist noch nicht im roten Bereich. Roter Bereich ist grenzwertig. Das Ende vom roten Bereich ist Schnurbruch oder Rutenbruch. Bäm. Da haben wir eine Brasse. Eine kleine Brasse, aber immerhin schon mal maßig. Das ist quasi eine Jungbrasse. Lieber die fetten Brassen. So. Haben wir's. Und Kescher verkaufen. Wie gesagt, als erstes im Café reingucken und ihr seht, es sind die Fische drin. Wir haben den Barsch gar nicht. Ah, Barsch eher auf Spinning oder Mistwurm. die Fische, auf die wir gerade gegangen sind, sind eben auch häufig im Café. Ein Frosch ab 64, wir hatten einen mit 50 Gramm. Schläfergrundel 3 Stück ab 84 Gramm, 85 Gramm. Da kann man halt die unmaßigen auch verkaufen. Das heißt, die normal nur 0,01 Silber bringen, die bringen hier dann bei 3 Stück schon 9 Silber. Wahnsinn. Richtig gut, ey. Rotaugen, verschiedene Rotaugen, Döbel und eine fette Schleie als Trophy. Das ist eher selten.
Wenn die Fische, die ihr hier jetzt im Kescher habt, Karauschen, Giebel, Brassen, wenn die noch nicht drinne sind, verkauft das, was ihr könnt und macht den Kescher wieder voll. Angelt einfach wieder ein bisschen weiter. Wenn ihr dann irgendwann wieder 100 Fische zusammen habt, dann wieder gucken im Café. Ist jetzt irgendwie, guck mal, die laufen ja hier ab. 9 Stunden in-game. Das geht halt ratzfatz vorbei, ne? 60, 80. Also wenn hier zum Beispiel, wenn man jetzt hier nochmal 9 Stunden in-game weiter angelt, dann hat man wieder eine Handvoll andere Fische. Da kommt dann ein neuer Fisch rein. Und vielleicht ist es genau der, von dem ihr gerade richtig viele habt. Ansonsten den Rest einfach immer verhökern. Und Cash machen. Also, das war's vom ehemaligen Spiegelsee, jetzt vom Moskitosee. Und wir sehen uns wieder am nächsten Gewässer. Das wird dann natürlich der Windenbach. Wenn ihr das Video gefallen hat, wenn ihr das Video geholfen hat, Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und bei Fragen auch gerne ja, die Fragen in die Kommentare schreiben oder einfach in den Livestream kommen. Montags, mittwochs und freitags auf Twitch Feierabend TV.